Herzlich willkommen zur 93. Folge von Verhundert. Hier sind der Luis und der... Und der Steffen. Und heute, von vor 100 Jahren, haben wir den 11.08.1918 und heute haben wir den... 11.08.2018, eine Hitzewelle über Deutschland. Ja, und die Folge gliedert sich wie folgt. Wir haben am Anfang die Hausmeister-Themen begrenzt auf 2 Minuten, denn... Podcaster reden ja bekanntlich viel zu lange und viel zu gern. Und deswegen begrenzen wir das auf eine Eieruhr mit 2 Minuten. Also vor allen Dingen über sich selbst und nicht über das Thema, über das sie eigentlich reden sollten. Danach kommen wir zum Eingemachten, zum Eingekesselten, zum Brennpunkt, zu dem eigentlichen Sinn dieser ganzen Sendung, zu den Meldungen aus der Zeit von vor 100 Jahren. Und abgerundet zum Schluss kommt doch mal der Totholzteil. Ich habe den Harry Graf Kästner mitgebracht. Steffen, hast du was mitgebracht? Ja, ich habe auch was mitgebracht, nämlich Forgotten Voices of the Great War. Ich kenne ja meinen Buchtitel, bekanntlich. Ja. Von Max Arthur. Sehr schön. Und das ist die Gliederung für die heutige Folge. Und damit beginnen wir mit dem ersten Punkt auf der Agenda, nämlich mit den Hausmeisterthemen. Wo sind wir, Steffen? Wir sind bei dir. Und es ist tatsächlich gar nicht so warm, wie ich gedacht hatte. Ich dachte, man kommt hier in deinen Kabuff im Dachgeschoss und es ist brühende Hitze. Aber tatsächlich ist dem nicht so. Ja, aber ich habe hier einen Lüfter laufen und außerdem, ich bin jetzt gerade 2 Wochen Fahrrad gefahren. Das war ganz schön. Von Stockholm bis Berlin bin ich mit dem Fahrrad durchgefahren mit einem Kumpel. Und morgen geht es in den nächsten Urlaub. Ich habe gerade eine kleine Urlaubswelle. Und wir haben es geschafft, in dieser kleinen Pause noch diese Folge anzusetzen und zu treffen und auch aufzunehmen. Ja, nächste Folge wird spannender. Da bist du nämlich gar nicht in Berlin, sondern in einem Zug. Da bin ich da, wo die tschechische Legion auch ist, in der Zeit von vor 100 Jahren. Was, ja. Also, liebe Zeitreisende, wir scheuen keine Mühen, uns auch an diese Orte zu begeben, wo Geschichte geschrieben wurde. Ja, da werde ich sein. Im gleichen Zug, nur 100 Jahre später. Und das hat auch, du machst das nur für den Vor-100-Podcast. Du hast gar keine anderen Intentionen. Nein. Dann, wir haben noch 58 Sekunden. Wir hatten ein Gewinnspiel und wir haben ein Gewinner, eine Gewinnerin. Sag erstmal, was war das Gewinnspiel? Man sollte erraten, wann unsere 100. Folge rauskommt. Und wir haben einige Einreichungen bekommen. Erstmal vielen Dank für alle Einreichungen. Das hat auch eine sehr hohe Relevanz, weil nach der 100. Folge von vor 100 haben wir den Podcast in 100 Folgen den Weltkrieg in 100 Folgen behandelt, das war unser Plan. Und dann kommt erstmal ein Jahr Pause. Und dann kommt nochmal eine Metafolge, in der wir sagen, wie es weitergeht mit 100, weil wir es noch nicht wissen. Und gewonnen, kannst du einen Trommelwirbel machen? Gewonnen hat Lisa H. Punkt. Und ja, wir werden uns nochmal bei der Person melden und dann eine Folge aufnehmen. Das werden wir allerdings erst nach deinem Urlaub machen. Wir hatten sogar auch richtig getippt, hat der Ben vom Schützenzug Götterdämmerung aus Willig. Ich habe auch mit diesem Schützenzug vor einigen Wochen Schützenfest feiern dürfen. Und lieber Ben, dein Tipp war auch richtig. Es kann jedoch nur einen Gewinner geben und wir haben Münze geworfen. Ja. Aber auch Ben, vielen, vielen Dank für deine Einsendung. Wir hatten auch noch weitere Einsendungen. Da war aber allerdings das Datum falsch. Und auch nochmal vielen Grüß an der Stelle an den Rest der Truppe Götterdämmerung. So viel dazu. So, die Hausmeisterthemen sind vorbei und ich glaube, wir haben auch alles Relevante gesagt. Okay. Was war denn so los in der Zeit von vor 100 Jahren? Wir haben Frieden im Osten und wir hatten die Frühjahrsoffensive der Deutschen an der Westfront, wo sie im Rahmen der sogenannten Kaiserschlacht unter dem Oberbefehlshaber des deutschen Kaisers, Wilhelm II., alles auf eine Karte gesetzt haben, um an der Westfront militärisch den Sieg zu erringen, bevor die Amerikaner mit nennenswerter Stärke in den Krieg eingreifen können. Und so viel sei jetzt schon gesagt, in der letzten Folge ist diese Offensive zum Stillstand gekommen, unter anderem an der Marne, wo auch der Stillstand erfolgte, 1914 vor Paris. Wir hatten auch letztes Mal schon Berichte von den Leuten aus diesem Buch, mein Totholzteil, wo die Leute schon gesagt haben, dass sie jetzt bei Amiens kämpften oder Amiens, wie auch immer man es ausspricht. Bitte Kommentare an steffen@vorhundert.de. Ja, und wenn jetzt
der Plan war schon wirklich, den Krieg so militärisch zu entscheiden. Nun gibt es keine Pressefreiheit. Und jetzt ist ja auch mal spannend, was jetzt die deutsche Presse unter Kontrolle der Regierung darüber schreibt. Und selbst die oberste Heeresleitung hat eingeräumt, dass Rückzüge erfolgen, Rückverlegungen an der Westfront sind und dass zumindest die große Offensive nicht strategisch entscheidend ist wie geplant. Es wurde aber auch betont, dass bei dieser Rückverlegung alle dem Feind nutzbringende Anlagen zerstört wurden. Das ist so Schadensbegrenzung, oder? Ja, also es ist aber schon Eingeständnis der Niederlage insofern, dass die Offensive gescheitert ist. Das war der große Plan. Harry Karl Kessler, dazu kommen wir später nochmal, der hat die Meldung gelesen und der findet es als sehr positiv, dass Ludendorff und Hindenburg in der Lage sind, ihr Fehler einzugestehen oder die Wahrheit einzugestehen. Ja, die Meldung, von der du das da hast, die ist vom 29.07. Interessant ist, wenn wir ein bisschen weiter ein paar Tage nach hinten springen, nämlich so zum 8. bis 11.08. 1918, denn da gibt es die Schlacht von Amiens. Die beginnt am 8.8. Das war eine große Offensive von den Entente-Mächten. Und über diesen 8.8. Sagt Ludendorff auch später, dass es, ich habe jetzt das Zitat gerade nicht mehr, aber dass es einer der schlimmsten Tage in diesem Krieg war für den, für die Deutschen. Ich suche gerade noch nach dem Satz, wie er das gesagt hat. Er sagte, es war ein schwarzer Tag des deutschen Heeres. Denn dieser 8.8.1918, da kam, das kam tatsächlich mal auch wieder zu ein paar Durchbrüchen. 10 Kilometer konnten im Durchschnitt erzielt werden. Was sehr viel ist. Und dazu komme ich später auch noch, denn da gibt es einen kleinen Bericht drüber in dem Buch, was ich lese. Genau, Rika Kessler hat das auch beschrieben gehabt, dass das sehr starker, erfolgreicher Angriff war. Wir haben auch eine Meldung, die nochmal die Tragweite des Geschehens einem begreiflich machen. Und zwar Stand heute aus der Zeit von vor 100 Jahren gibt es in den ersten 4 Kriegsjahren, weil wir haben ja schon 4 Kriegsjahre durch, weil der Krieg begann ja im Sommer. Wir haben jetzt das 5. Kriegsjahr, als wenn man das unterjährig berechnet, gibt es schon 11 Millionen Tote und 19 Millionen Verwundete. Das sind gigantische Größenordnungen im 5. Kriegsjahr. Ja, Wahnsinn, ne? Das ist den allen nicht bewusst gewesen, als sie da freudestrahlend in den Krieg eintraten. Ja. Ich frage mich so, wenn hätte, würde und so weiter. Aber ich kann mir vorstellen, dass einige trotzdem das nochmal machen würden, wenn sie wüssten, wie viel ungefähr das kosten würde. Du kannst immer solche Leute, ich denke mal, aber viele hätten doch die Sache gern irgendwie anders gelöst. Friedlich gelöst, ja. Ja. Tja, so viel dazu. Dann haben wir auch noch eine schöne Meldung, die fand ich sehr interessant, denn da melden sich die Solinger Arbeitgeberschaft. Die sind so Industriearbeiter und sie möchten gerne eine Senkung der Arbeitszeit haben. Und die Höhe fand ich doch sehr interessant, denn zurzeit sind es 57 Stunden und sie würden gerne runtergehen auf 54 Stunden bei vollem Lohnausgleich. Aus so heutiger Sicht denke, ja, bitte tut das. Ja, aber gut, mein Sommer 1918 ist ja ein ganz anderer Rahmen. Und die Alternative, ich würde trotzdem lieber 57 Stunden da arbeiten, als an der Front zu stehen. Ja. Wie würde man das schon schaffen? Überleg dir mal, ja, was das auch für Verhältnisse auch in Deutschland dann selber waren, also in der Heimat. Dass man dann da 57 Stunden Industriearbeit hatte. Unter Mangelernährung, ne? Ja. Absolut. Und interessant ist aber, dass sie trotzdem diese Senkung auch durchbekommen haben. Also, dass man selbst in so Phasen, die natürlich viel höhere Arbeitslast reduzieren kann, dass das doch möglich ist. Aber fand ich erstmal interessant. Ja, vielleicht will man das auch lieber da machen, als zurzeit gerade auch in Russland zu sein, beziehungsweise in der Sowjetunion, denn dort gibt es immer wieder neue Meldungen, dass es grauenhafte Hungersnot gäbe. Genau, weil Russland ist komplettes Chaos.
Bürgerkrieg, Rot gegen Weiß, ja. Hongtong-Truppen sind gelandet, die Deutschen marodieren auch noch rum und es ist ein offenes Schlachtfeld und die Versorgung bricht zusammen. Ja, da kann ich mir auch gut vorstellen, es ist ja gerade so eine Art Wechsel des kompletten Systems und da kann doch nicht alles gut organisiert werden. Nee. Also da stelle ich mir auch vor, dass es sehr viel Chaos gibt, ja. Ja. Haben wir sonst noch was? Nee, das war's erstmal und ich würde auch dann sagen, wir kommen zum Totholzteil. Genau. Kommen wir zum letzten Punkt für heute, den Totholzteil. Und Harry Kral Kessler war die letzten zwei Wochen komplett in Berlin. Mhm. Ich werde wieder zusammenfassen, was er erlebt hat. In den letzten zwei Wochen vom 29. Juli bis zum 11.8. Und Harry Kral Kessler ist ja der Tausendsasser, James Bond etc. etc. Wir kennen das. Genau, er war in der Schweiz, ist jetzt in Berlin, um beim Auswärtigen Amt umzuschwören und verschiedene Dinge zu tun, unter anderem zu sondieren, wie man einen besseren Frieden im Osten erzielen kann und beschreibt sehr gut, was passiert. Und sein erster Satz ist, für diese Zeitperiode ist, der gestrige Bericht deutet vorsichtig den Rückzug von der Mahn an. Zitat Ende. Und das ist interessant, weil er sagt nur diesen Satz und danach schreibt er wieder drei Seiten über seinen privaten Kram. Also ihm war diese Zeitenwende, diese epochale Bedeutung, dass das jetzt diesen Krieg komplett beendet, dass die Offensive gescheitert ist und da auch nichts mehr kommt, war ihm noch nicht klar. Mhm. Ja, interessant. Das war die Frage, woher er da seine Berichte hatte, wenn er vielleicht nur Zeitung in diesem Fall mal gelesen hat und sich nicht mit anderen Leuten darüber unterhielt. Mhm. Dann hat er vielleicht auch diese Pressemeldung ganz anders gelesen und gedeutet. Ja, genau. Dann unterhält er sich mit einem Zeitgenossen namens Nasse. Und hier ist auch interessant, wie die sozusagen den Krieg sehen. Zitat. Nasse äußerte sich über den Krieg sehr pessimistisch. Er sehe nicht, wie wir ihn beendigen könnten. Die Amerikaner wollen ihn durchfechten und werden ihren Bundesgenossen nicht erlauben, Frieden zu schließen, selbst wenn diese wollten. Eine militärische Beendigung des Krieges schiene ihm nicht mehr möglich. Wenn der Krieg noch 2 Jahre dauere, sei er der Ruin Europas. Ja, wird er nicht, können wir schon mal spoilern. Und jetzt fasst er nochmal aus seiner Sicht die militärische Lage zusammen. Zitat. Ausbleiben erwarteter entscheidender militärischer Erfolge. Also genau, also er nennt, ich fange vorne an, Gründe, die gegen Deutschland sprechen und Gründe, die für Deutschland sprechen in der aktuellen Lage. Gründe, die gegen Deutschland sprechen, Zitat. Ausbleiben erwarteter entscheidender militärischer Erfolge, Schwierigkeiten im Ersatz, die Zersetzung Österreichs, Amerikas Kriegswille, die Schulden, die von Jahr zu Jahr drohender werden, für und sprechen die abflauende Stimmung in Frankreich, die schwindende Handelsflotte und Versorgung Englands, die Bedrohung Ägyptens und Indiens, die unvergleichliche Kriegserfahrung und das Glück Hindenburgs und Ludendorffs, die Überlegenheit unserer Technik und Erfindungskraft, unsere Zähigkeit und, wenn sie zustande kommt, die wirtschaftliche Unterstützung durch Russland. Alles in allem ist die Stimmung düster. Zitat Ende. Das ist eine gute Einschätzung, finde ich. Mhm. Obwohl er das mit der Mahn nicht so richtig verstanden hat oder nicht gedeutet hat. Ja, auch der U-Boot-Krieg, also die produzieren schon mehr, als sie versenken. Mhm. Eine ganz gute Einschätzung, wie ich finde. Ja. Ja. Dann kommt nochmal eine Einschätzung von Stresemann, den großen Politiker. Mit dem scheint er sich ja ganz gut verstanden zu haben, ja. Genau, also er berichtet am 1. August, auch sehr schön. 5. Kriegsjahr, mit Fieber zu Hause. Stresemann schreibt mir aus Rügen. Zitat Stresemann. Ich sehe einen großen Niederbruch unserer Stimmung voraus, der politisch zu gefährlichsten Folgen führen kann. Zitat Ende. Also Stresemann hat das zumindest ganz gut verstanden. Mhm. Ja. Verschreibt er weiter? Dann berichtet er Kundgebung Ludendorffs und Hindenburgs. Zitat, sie geben den strategischen Misserfolg zu. Zitat Ende. Aber dann schreibt er auch nicht weiter dazu. Der sieht noch nicht diese, also da geht es sofort wieder los. Musikkritik, Theater.
Und Frühstück, Frühstück, Treffen, Treffen, Krampf, Krabben essen. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass man das auch einfach nicht sagen wollte. Also intern, Ludendorff, Hindenburg wahrscheinlich, denen war das sicherlich schon klar. Beginnt ja dann auch schon Ende August, so September, so beginnt das ja schon, dass die sagen, wir müssen jetzt hier mal langsam. Ja, am 5. August, Zitat. Im Schutze des Sonntags haben wir unseren Rückzug bis zur Aisne fortgesetzt und Soissons aufgegeben. Der Heeresbericht meldet, wir stehen an der Aisne und an der Feste in Gefechtsfühlung mit dem Feind. Das Beste daran ist, dass Hindenburg und Ludendorff Charakter haben, rücksichtslos auch schmerzliche Entschlüsse fassen. Solchen Männern kann man vertrauen. Falkenhayn war anderer Art. Sonst hätte er uns 5 Monate Verdun erspart. Okay. Also Falkenhayn war der oberste Chef vor Ludendorff-Hindenburg und der sieht es eigentlich, dass sie das zugeben, erstmal als positiv. Der sieht noch nicht, dass, also für den kann der Krieg nur 2 Jahre weitergehen. Darüber macht er sich mehr Sorgen gerade. Mhm. Okay. Ja, also zur Schlacht bei Amieren, wie auch immer, mal so spät, wurde ja auch gesagt, dass Ludendorff erstmal nach den ersten Tagen nicht sich zurückziehen wollte. Ihm wurde dann aber von allen Seiten gesagt, nee, das können wir nicht halten und wir müssen unbedingt uns zurückziehen. Und die allgemeine Einschätzung ist auch, dass hätten die sich nicht zurückgezogen, wenn wäre das eigentlich nur zum Nachteil der deutschen Soldaten gewesen. Also die hätten da auch nichts mehr reißen können, wenn die sich nicht zurückgezogen hätten. Ja, da war die Luft raus. Aber da musste auch erstmal wohl überredet werden. Genau, weil wir hatten ja über diese Offensive der Engländer gesprochen, von diesem 8.8. Dazu kommt der Tagebucheintrag vom 9.8. Zitat. Ja. Der gestrige Abendbericht meldet, Angriff der Engländer zwischen bla 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 und bla bla bla, Feind ist in unsere Stellung eingedrungen. Unsere gestrige Schlappe an der Somme ist nach den heutigen Berichten recht ernst. Die Engländer sind 10 Kilometer vorgekommen und haben, wie wir eingestehen, viele Gefangene und Geschütze erbeutet. Ja. Zumindest ist das ja auch korrekt. Das ist ja das, was passiert ist nach heutigen Quellen. Ja. Also da wird es ihm dann jetzt schon langsam bewusst. Ne? Das ist jetzt ein erheblicher Wendepunkt. Ist nicht nur ein Schluck auf, sondern schon Fieber. Dann mein letzter Beitrag hierzu ist nochmal ein Bericht von ihm, wie es in Berlin aussieht, was ich ganz interessant finde. Und zwar vom 11. August, vom letzten Tag, heute von vor 100 Jahren, zum Zeitpunkt des Erscheinens der Folge, sagt er, Mittelstand und Volk in Berlin nehmen, wie mir scheint, die Gefahr im Osten und die Misserfolge im Westen ziemlich dickfällig. Heute Abend waren die Vergnügungslokale in der Friedrichstadt überfüllt. Das Leben brodelt wie gewöhnlich. Soldaten und Huren, die Mengen bei Sekt und Musik und im Zigarettenqualm. Ici en Langs. Wie beim Bastilensturm. Ich fand auch dieser Schlusssatz. Ici en Langs. Ich vermute, also ici heißt, hier wird getanzt. Auf Französisch, auf Deutsch heißt das. Und wie beim Bastilensturm. Dieser Vergleich, auch den Sturm der Bastille vor der Französischen Revolution, ist ja doch sehr treffend, wie wir wissen. Ja. Da würde mich aber mehr interessieren. Das ist mir ein bisschen. Also da hätte ich es jetzt schöner noch gefunden, wenn er so ein bisschen mehr ins Detail gegangen wäre, warum die Leute jetzt feiern. Wirklich nur, weil sie das ignorieren und nicht ernst nehmen oder weil ihnen das bewusst ist, aber die jetzt einfach das ignorieren wollen. Schwierig. Also ich finde immer, dass glaube ich, der Mensch in solchen Phasen eine sehr hohe Lebenslust hat, weil er weiß, der Tag kann morgen zu Ende sein. Mhm. Ja. Was auch sehr interessant ist, also ich habe jetzt nur einen kleinen Teil vorgelesen. Das waren wie 30 Seiten wieder von seinen Tagebucheinträgen. Und er hält es für relevanter zu schreiben, wie er versucht, die Nachkriegsordnung an der Ostfront herzustellen. Also das hält er gerade für relevanter. Der kriegt das noch nicht ganz so mit, was da passiert. Dass das eigentlich völlig irrelevant ist, was sie im Osten da gestalten für Nachkriegsordnung, wie unabhängig die baltischen Staaten sind und wo die Grenze verläuft. Und er lässt sich total aus davon, welche strategische Festung man im Osten erhalten soll, welche nicht. Das ist ihm total wichtig. Und der übersieht halt, jetzt ist aber gut, hinterher ist man immer schlauer, dass wenn sie im Westen den Krieg verlieren, ist das eigentlich völlig irrelevant. Aber andererseits, so kann er ja nicht arbeiten. Er muss ja schon mit dem Sieg planen. Ja. Und sein Ding machen. Ja, zumal ja auch Russland anscheinend bei ihm auf der Plusliste war. Wenn die denen
stark kriegen, sozusagen, und eine Versorgung auf die Reihe kriegen, schnellstmöglich, dann kriegen die ja aus dem Osten wiederum auch neue Dinge ins Land hinein. Absolut. Das war vielleicht auch so ein Punkt, der ihm sehr wichtig war. Genau, so viel zu Harry Graf Kessler. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir zu meinem Teil. Ich hatte ja beim letzten Mal schon vorgegriffen und auf den August vorgegriffen. Und dann hatten wir schon den Private James Saucey, das war ein Australier. Und der war mit dabei bei dieser Schlacht von Amiens. Und er meinte, am Ende waren sie erstmalig wieder auf Gebiet, was sie vorher noch nie betreten hatten. Und da hat er auch diesen Satz geschrieben, der Krieg kommt zum Ende, wir kommen durch. Und er hatte erstmalig das Gefühl, dass das hier tatsächlich was wird. Diese ganze Arbeit, das bringt jetzt mal was. Und diese Australier, die sind hier, da kommt gleich noch einer. Und die Australier, die waren sowieso bei dieser Schlacht auch eine von der Fraktion, sage ich jetzt mal, die mit einem großen Durchbruch erzielt hatten. Und daher fand ich es auch sehr interessant, dass der Max Arthur hier auch in Australien mit drauf eingenommen hat. Wir haben in dem gleichen Zeitraum auch noch Tom Bracey. Und der sagte, dass er während dieser Schlacht 48 Pfund tragen musste. Und also es war ein Geschütz, was er tragen musste. 48 Pfund. Es gab während der die ganze Zeit im Krieg, wollte er nie von einem Schrapnell getroffen werden. Und das war das einzige Mal, wo er das sich wirklich mal gewünscht hätte. Ja, 48 Pfund musste er die ganze Zeit tragen. Und das war ihm so wichtig, dass man ihn jahrelang später fragt, was hast du über den Ersten Weltkrieg zu sagen? Und er sagt, diesen einen Augenblick. Das fand ich auch interessant. Dann kommen wir hier noch zu einem weiteren Bericht auch von einem Australier, Major S. Evers, und der beschreibt, wie sozusagen diese Schlacht von Amiens vorbereitet wurde. Und zwar, wie gesagt, sie begann ja am 8. August und davor kam ein General Monash auf die Idee, Mensch, wenn wir uns hier mit den Geschützen mal richtig positionieren würden, und zwar so, dass sich die Deutschen nicht in Stellung, also die Deutschen würden ja mitbekommen, wenn wir sie angreifen würden, weil wir ja unsere großen Geschütze auch schon in Position bringen müssen und auch unsere ganzen Panzer, die müssen wir auch schon zu einem bestimmten Ort fahren und das ist sehr laut. Und dann können die Deutschen sich natürlich darauf vorbereiten und in Stellung gehen. Und was wäre denn eigentlich, wenn die das nicht mitbekommen würden? Dann hätten wir das Überraschungsmoment und die könnten sich nicht auf die Lauer legen und könnten sich auch nicht positionieren und das könnte doch dann einen Durchbruch erzielen. Und anscheinend kam es alles zu einer Zustimmung und dann dachten sie, okay, dann probieren wir das jetzt mal aus, aber wie kriegt man jetzt diese riesigen Geschütze, wie kriegt man die jetzt geräuschlos irgendwo hin und auch die Panzer und so weiter. Und deswegen kamen sie auf die Idee, dass sie einfach in den Nächten davor ganz viele Flugzeuge auch mit Bomben einfach aufsteigen ließen und so übers Schlachtfeld fliegen ließen. Das ist tierisch laut und hat halt den Effekt, dass die Deutschen sich auf diese Flugzeuge konzentrieren, wo die hinfliegen. Was machen die da eigentlich die ganze Zeit? Genau. Macht total Sinn, ne? Und dann dachten die, okay, also die Geschütze schon mal in eine bestimmte Stellung zu bringen, ist eine Sache und auch die Panzer. Aber wir bräuchten noch einen Überraschungsmoment. Und dann dachten die, okay, also Überraschungsmoment, damit auch die Deutschen, dass da ganz viel Chaos auch herrscht hinter der Linie. Und dann kamen die auf die Idee, motorisierte Autos zu panzern und dann über das No Man's Land zu fahren. Also das war sozusagen dieser Grenzbereich zwischen beiden Fronten. Da, wo kein Mensch überlebt. Das, was niemand gehört. Ja, ich finde aber auch diese andere Deutung, dass da kein Mann ist, kein Mensch ist. So. Aber jedenfalls haben die diese motorisierten Autos, er schreibt es halt auch, Motorcars, gepanzert und die sind dann über das No Man's Land gefahren, hinter die deutschen Linien und haben dafür Chaos gesorgt, indem da zahlreiche Dinge beschossen haben, unter anderem auch, wenn die Deutschen sich auf irgendeine Stelle konzentrieren wollten, dann wurde diese Stelle von diesem
von diesen Autos angegriffen anscheinend. Ich weiß nicht genau, wie das passiert ist, aber das steht hier so drin. Mhm. Das fand ich auch sehr interessant. Dass, also ich hätte jetzt gedacht, dass diese deutschen, dass diese motorisierten Autos gar nicht durchkommen. Erstens das und zweitens, die sind ja auch dann in dem Moment das Hauptziel. Mhm. Aber anscheinend, dadurch, dass die auch so schnell sind, weil ich dann auch nicht weiß, es ist ja alles sehr komisches, also es sind ja keine richtigen Straßen, die es damals gab, ja. auch über das No Man's Land überhaupt mal zu kommen. Um zu einem 100 Jahre alten Auto. Ja, also das ist ja kein ebenes Gebiet, da sind lauter Krater, Schrapnellen und so weiter. Hat auch kein Allrad wahrscheinlich, also, kein ESP. Das muss auch so eine Nacht- und Nebelaktion gewesen sein, aber sie haben es geschafft und das sorgte für ordentlich Chaos und dann haben sie angefangen, die ganzen Deutschen da mit den Waffen zu, mit den Geschützen zu bombardieren und zu beschießen. Und die Deutschen haben davon nichts mitbekommen, dass die auf einmal daran gekarrt wurden und waren sehr überrascht. Und aus Sicht dieses Australiers ist das auch ein großer Punkt, warum man da so einen Breakthrough hatte, also so einen Durchbruch hatte von ja, durchschnittlich so 10 Kilometer. Das klingt ja auch total logisch irgendwie. Ja, ja. Und die Deutschen, die mussten dann auch zurückgehen. Wir hatten beim letzten Mal auch uns gewundert, dass es anscheinend immer noch gang und gäbe ist, dass da Pferde einfach so auf Schlachtfeld losgaloppieren. Mhm. Und in dieser Schlacht wurden die auch wieder erwähnt, diesmal allerdings sinnvoller, denn die Pferde haben auch die Waffen hinterhergezogen. Das haben wir schon mal auch in dem anderen Buch gehört. Mhm. Aber die wurden jetzt diesmal dafür eingesetzt, dass die so 18 Pfünder, also Kanonen. 18. Genau, also die Briten, die geben, oder auch die Australier geben ihre Geschütze nicht in Kaliber an. In Deutschland ist immer der Kaliber, was ich, 8 cm, 12, 5 cm, sondern in Pfündern an, was für schwere Munition die verschießen. Und die haben halt 18 Pfünder im Galopp aufs Feld halt gebracht und sind dann, haben schnell so einen Turn gemacht, also haben sich gedreht sozusagen, also Wahnsinn. Und dann waren die Kanonen in Position und haben sofort losgeschossen. Und 18 Pfund ist eine ziemlich große Feldartillerie. Die ist nicht klein. Das ist ein großes Geschütz. Ja, also das war logistisch sehr gut ausgeklügelt. Die haben sich da einige Gedanken gemacht. Und also wenn ich das hier so lese, klar, das ist jetzt von einem Australier, der das überlebt hat. Und das sind alles Berichte aus den Erinnerungen, aber das klingt für mich total logisch, dass die Deutschen da keine Chance hatten. Das klingt sehr sinnvoll. Das ist an mich, lässt auch sehr in den Zweiten Weltkrieg denken, wo die eben auch dann so gekämpft haben, dass sie gar im Überraschungsmoment mit schnellen motorisierten Einheiten Durchbrüche erzielen, Chaos stiften und nicht ewig vorher bombardieren und mit Massenangriffen, sondern mit kleinen Blitzkriegtaktiken, kleinen Nadelstichen. Hm. Und der eine dieser James Hossay, der schrieb auch, dass einige Deutsche sehr schnell aufgegeben haben, andere haben bis zum bitteren Ende gekämpft. Aber ja, bei dieser Schlacht wurden auch ein Haufen gefangen genommen. Also es gibt zum Beispiel Berichte von der 2. Armee, die sagt, dass sie im Zeitraum 1. bis 20. August haben die 63.000, abzüglich Erkrankte haben die 43.000 verloren. Davon sind 26.000 vermisst. Und das ist halt auch so, weshalb der Ludendorff auch so überrascht war, dass auch am ersten Gefechtstag so viel auch gefangen genommen wurden. Das waren wirklich sehr, sehr viele Leute und das schreibt er hier auch, der eine in seinem Bericht. Dann habe ich noch einen letzten, der ist sehr interessant, finde ich. Ist auch ein etwas längerer Bericht von Captain Montague Cleave. Und der war bei der Royal Garrison Artillery. Und der kriegt irgendwann früh am Morgen des 8. August kriegt er einen Anruf und da wird ihm gesagt, es kommt ein VIP diesen Nachmittag. Bringen Sie sich in Stellung, polieren Sie alles auf, um 2.30 Uhr wird geschossen. Und er dachte, okay, da kommt irgendein Wichtiger aus dem Hauptquartier vielleicht, irgendein General oder so. Er hat also seine ganzen Leute ausgeputzt, saubere Uniform gegeben und Stellung beziehen lassen. Und dann kommt 2.30 Uhr und rate mal, wer kommt als VIP? Gar keiner, der befehlt zum Angriff. Nein, es kommt seine Majestät King George V. Oh, krass. Und dieses Treffen ist sehr, sehr interessant, finde ich. Also es kam auch noch ein General mit, General Alexander. Und der König war sehr, sehr interessant an so einer Waffe. Er sagt jetzt nicht an welche, aber ich vermute aus dem Kontext heraus, dass es die 12-Inch-Howitzer ist. Ich habe hier auch so ein Bild. Ja.
Die Waffe haben sie jetzt im Durchmesser, im Kaliber angegeben, genau. Nicht, ja. nicht in der Menge. Aber die ist sehr groß, und zwar so groß, dass die, um geladen zu werden, von 12 Mann geladen werden muss. Das ist super schwere Artillerie, das ist schwere Festungsartillerie. Von der, ne? Ja. Ja. Und der König wollte aber zusehen, wie die geladen wird. Der war da sehr, sehr interessiert dran. Und dann schreibt er halt, ja, und dann sind halt 12 Leute, 6 pro Seite, mussten halt diese Waffe laden und mussten auch dieses, ja, sagt man dazu immer noch Kugel? Ja, die Beladung. Die Granate. Granate da so reinstoßen und meinten, okay, also wir haben sie jetzt geladen. Und der König sagt, dann, okay, dann abfeuern. Und bitte, er sagte, abfeuern bitte. Was der Autor von diesen Gedanken, die ich hier lese, auch meinte, ja, also die bei der Navy, die sagen immer noch bitte. Sehr interessant. Und er meinte, okay. Das sind wahrscheinlich gar nicht gewöhnt. Ja. Und er sagte, okay, dann schießen wir sie jetzt ab. Und er gab den Befehl zum Abschießen und der König, der kommt ja nicht alleine, sondern hat dann noch so Gefolge dabei. Die haben sich alle abgewendet und die Finger in die Ohren gesteckt, weil sie dachten, das wird jetzt sehr laut. Und der König stand aber regungslos da und hat wollte zugucken und hat sich dann nur so umgedreht zu den anderen und meinte dann nur sowas, also auch in einer sehr lauten Stimme meinte er, ich glaube, das macht gar kein so großes Geräusch. Das meinte er natürlich mit so einem Augenzwinkern und guckt erst recht angestrengt zu der Waffe hin. Also er wollte sich auch als harte Person geben, die da jetzt sich nicht wegdreht. Und ja, also er sagt doch, die wurde abgeschossen, es gab einen riesigen Knall, aber es war jetzt kein durchdringender Knall, sondern es war ein gentle bang, but a very gigantic one. Gentle bang, but a, ich liebe diese britischen Sätze, a gentle bang, but a very gigantic one. Das ist so typisch Englisch. Ich fand das auch so gut. Das ist sehr schön. Und ich meine, der ist es aber auch, ich meine, die haben das wahrscheinlich den ganzen Tag, die müssen sich auch irgendwie aushalten. Ne? Ja, ja. Also manche waren ja dann auch taub danach. Und dann wollte der König gerne die Karte sehen, einen Blick auf die Karte werfen. Und sagte, okay, und sind dann in irgendein Zelt reingegangen, da war eine Karte aufgedreht, aufgerollt. Und der guckt sich das an, der König, und sagt, ja, also ich komme hier gerade von der Armeeattacke sowieso. Und wenn ich das jetzt hier so richtig sehe mit den ganzen Systemen von der Eisenbahn, von den ganzen Schienen, dann müssten die Deutschen ja sich jetzt so lang bewegen, wenn sie wenn sie Nachschub holen möchten. Vielleicht auch mit dem Ziel Ypern. Also wenn sie, da müssten sie ja, und dann hat er noch so weiter erzählt und kombiniert, da müssten sie ja bei der Dual Station ankommen irgendwann mal. Irgendwann müssen die bei dieser einen Station ankommen, in Duyai oder wie auch immer man es ausspricht. Und deswegen befehle ich jetzt auf diese Station, die mal einmal zu beschießen. Das Befehl vom König ist Befehl. Und daraufhin haben sie dann diese Ortschaft mit der Station einmal beschossen. Und jetzt schreibt er hier noch weiter, dass er später irgendwann, er sagt jetzt nicht in welchem Zeitraum, später irgendwann kam er in diesem Ort und hat sich unterhalten mit einer Frau. Und die sagte ihm, ja, wissen Sie, Dual, das war ein sehr friedlicher Ort, bis zum frühen August. Auf einmal, mitten am Nachmittag, gab es eine große Explosion in der Station. Und niemand wusste, wer das war. Nur wir wussten, dass wir jetzt bombardiert wurden. Einige Deutschen waren gerade mit ihrem Zug in der Station und die Kugel, also die Granate fiel auf deren Zug. Es gab große Verluste, aber wir waren alle sehr dankbar dafür. Und jetzt schreibt er hier weiter, ja, also diese eine Idee von dem King, das hat tatsächlich worked extremely well, aber der König hat es leider nie erfahren. Kann natürlich sein, dass es hier ausgedacht ist, dass es diese Frau nie gab, aber ich finde das einfach so eine amüsant und eine schöne Geschichte. Schöne Geschichte. Also, im Englischen geht es auch gar nicht. Da kommt der König an, wirft einen Blick auf die Karte und kombiniert geschickt und sagt, einmal diesen Ort beschießen und das funktioniert auch noch. Aber ich finde es aber auch irre, da kommt der König angelaufen und sagt, jetzt beschießt mal den Ort da hinten. Die machen das einfach so. Ja. Also ich meine, es ist auch so.
Aber gut, also aus dem Kontext heraus war er ja wohl auch bei der Navy und auch anscheinend irgendeine Art Befehlshaber. Und es ist der König. Natürlich, der kann das schon machen. Aber schon interessant, ne? Ja, ja. Also so viel dazu. Das fand ich, war auch wieder ein sehr schöner Bericht. Die könnten ruhig länger sein, alle. Mhm. Das sind immer sehr kurze. Very nicht, British indeed. Ja, also mal schauen. Es war sehr schön. Mal gucken, wie es weitergeht. Und ich glaube, damit sind wir auch schon am Ende. Genau, die nächste Folge, da werde ich in Russland sein. Mal gucken, wie wir das irgendwie verbauen. Aber das schaffen wir schon. Bis dahin, liebe Zeitreisende, reist in die Zukunft, indem ihr wartet.